Ladinisch ist eine uralte Sprache, die nur in einigen Tälern Südtirols gesprochen wird. Und insgesamt sind lediglich etwas mehr als 30.000 Menschen des Ladinischen mächtig. Dazu gehören auch die Mitglieder der Gruppe Ganes, die in den letzten Jahren mit rein ladinischen Texten die Musikwelt erobert haben. Am 15. August war das Trio bei den Tonspuren in Leogang zu Gast, wo sie eindrucksvoll unter Beweis stellten, dass Musik keinen Dolmetscher braucht. Es war ein Abend, der schöner nicht hätte sein können. Der letzte Tonspornabend in diesem Jahr, am Asitz in Leogang. Dementsprechend groß waren auch die Pilgerscharen, hinauf zum idyllischen Speicherteich, wo zum Abschluss vor der Traumkulisse der Leoganger Bergwelt noch einmal ein absoluter Ohrenschmaus auf dem Programm stand. Zu Gast waren nämlich die drei Wasserhexen aus dem Südtiroler Gardatal, besser bekannt als Ganes. Mit ihrem zarten, melancholischen und dann doch wieder fetzigen Sound verzaubert das Gesangstrio die Zuschauer jedes Mal aufs Neue, ganz egal, wo sie auftreten. So auch am Asitz in Leogang, wo sie in Kombination mit der traumhaften Abendstimmung für ein Konzerterlebnis der besonderen Art sorgten, das so schnell niemand vergessen wird. Won't you help to sing? Ich meine, der Sonnenuntergang ist die Zugabe, aber die Musik ist die Hauptsache. Also Ganes in den Bergen und nicht irgendwo im Saal. Wunderbar. Einfach wunderbar. Wunderschön. Recht viel schöner gestern nicht mehr eigentlich, ja. Es war wunderbar, ja. Im Banne dieses grandiosen Erlebnisses waren aber nicht nur die Zuschauer, denn auch die Musiker brachten das Strahlen gar nicht mehr aus ihrem Gesicht. Ja, auf jeden Fall, also das sicher. Einfach ein schönes Platzl da zu spielen, das ist ein Wahnsinn. Wir wünschen uns, dass die Dolomiten-Ladiner auch uns einmal auf so ein schönes Platzl einladen. Das ist schon bewundernswert, dass sowas stattfindet und muss man auf jeden Fall unterstützen. Und man ist schon total happy, wenn sowas Cooles passiert. Mit Ganes hat der Tonspornsommer 2013 wirklich einen Abschluss erfahren, der besser nicht hätte laufen können. Ja, es war wieder ein super Tonspuren-Sommer. Schade, dass er schon wieder vorbei ist. Also angefangen von Alma, Quadro Nuevo, Big Bang Club, Notziel Brass und heute der grünende Abschluss Ganes. Es war wieder ein super Tonspuren-Sommer und wir freuen uns schon wieder aufs nächste Jahr. Der Tonspuren-Sommer 2013 liegt nun also hinter uns und so richtet sich der Blick nach vorne. Denn 2014 sollen der Erfolgsgeschichte 5 weitere Kapitel hinzugefügt werden. Ja, es gibt ein ganz großartiges Percussion-Ensemble, also eine rhythmische Gruppe. Namen verrate ich noch nicht. Dann gibt es eine junge Band aus der Wiener Gegend, so ein bisschen in Richtung Nozelbrass. Ja, ich hoffe, eine ganz geniale Geschichte aus Schweden. Eine Familienmusik, eine Familiengruppe. Ja, in der Richtung geht's weiter.